Hallo alle zusammen, meine lieben Studentinnen und Studenten，各位同学，大家好，欢迎大家来到本次的德语课堂。在这堂课上呢，我们将结合书上的练习来给大家复习一下表示方位的介词。好，我们这里呢可以把书啊翻到143页后面，这里有一个总结性的介词啊，我们需要看一下这些图，那这样更形象一些。我们这个 an 大家从图上也看到，它是紧贴着物体啊，在物体的边上。我们以前学过，比如说去海边，我们用 ans mer，因为你不可能用 in，in 就是跳海了啊，ans mer 就去海边。我们比如说坐到桌子边上去啊，an den tisch，我们用这样来表达，不用 in den tisch，你不是进到那个桌子里边去嘛，对吧？因为桌子它是个物体，你只能贴着它，所以是 an den tisch。我们还学过一些其他的固定的用法，比如说 am Flughafen 在飞机场啊，还有 am Markt 在市场边上，都是这样子用介词 an。下一个介词 auf 表示在一个物体上，在一个物体的表面上啊。我们说 auf dem Tisch 是在桌子上。那么还有一些固定的用法，比如说在广场上，我们说 auf dem Platz，对吧？那在岛上，我们也讲了 auf der Insel。hinter 表示在什么后面，neben 呢表示在物体的旁边，比如说什么和什么挨着，紧挨着，可以用 neben。好，in 是在一个空间里边，而 über 是在物体的上方，特别说一楼的上面，那我们不能用 auf，而是用 über，在一楼的上面是二楼嘛，对吧？Unter 是在物体的下方啊，通过这些图，我们都能清楚的辨认出来。好了，大家讲到了介词以后呢，我们需要实际的操练一下，请大家把书翻到136页。Öffnen Sie bitte das Buch auf Seite 136, Übung 4. Wohin? An und in mit Akkusativ，就是去哪里啊，用 an。还是用 in 介词后面呢？这里体现的是动态，所以需要加上一个第四个。Lesen Sie die Beispiele und ergänzen Sie in 1 bis 5。您读这些例子，补充句子一到五。好，大家自己呢先把这些句子做一做。我们主要是练习两个介词，一个是 an，一个是 in。相信大家已经做完了。好，我们来一个句子一个句子看一下。看第一个句子，里边有一个 Alpen 阿尔卑斯山。那么阿尔卑斯山呢，一般它用的是复数啊，就是 die Alpen， 这是固定的一个专有名词用法。所以我们说去山里边，我们不能用 an 啊 ，an 我们说的是在边缘的，对吧？和这个物体边缘。那么这里呢，只能用进到山里边，用 in 是进到某个空间嘛。所以我们这里应该填的是 Ich möchte im Sommer in die Alpen fahren. Ich möchte im Sommer in die Alpen fahren. 句子的意思就是我想夏天去阿尔卑斯山。我们再来看第二句。第二句这里有一个 Museum， 对吧？我们这里不用想的是什么呢？有了情态动词，还有一个实际动词 gehen。那么 gehen 是要加方向补足语，所以我们这里都是一个动态的，对吧？介词后面加第四格表示动态。Museum 博物馆是中性的，那么大家想到去博物馆，我们用的 in。但是还有一点要考虑到 ，in das Museum 我们要缩写为 ins Museum。因此，这句话我们就可以填成 Wollen wir am Samstag ins Museum gehen? Wollen wir am Samstag ins Museum gehen? 周六我们要去博物馆吗？第三句需要填的是在 Schwarzwald 前面要加一个词，对吧？那么这里要考虑到的是 Schwarzwald 黑森林，进入到森林里边我们要用 in。 好，所以这个句子我们就应该想的是 in 后面是第四格，第四格那么 Schwarzwald 是阳性 der Schwarzwald 黑森林，阳性的定冠词 der 要变成 den， 所以我们这个句子可以说
Ich fahre im April in den Schwarzwald zum Wandern. Ich fahre im April in den Schwarzwald zum Wandern. 大家注意这里，前面一个 im April 是在四月，对吧？这是表示一个时间的状语啊，要和我们的 in den Schwarzwald 这里要区分开来。in den Schwarzwald 它是做 fahren 这个动词的方向补足语，所以介词 in 的后面是一个动态的第四格。整句话的意思就是，我四月要去黑森林徒步旅行。这个 zum Wandern 就是 fahren， 也是它的方向补足语，去干什么呀？去徒步旅行。第四，在这个句子里边呢，有一个 Kimsey 基姆湖，这个我们已经讲过了，对吧？那么 Kimsey 为什么不读 Himsey 呢？因为它基姆湖呢是在南德，而南德呢把这个 CH 是因为地方的发音发成了 K， 所以是 Kimsey 基姆湖。那我们去湖边，我们要用介词 an 而不是用 in， in 的话就进到湖里边去了啊。那么我们开玩笑说就是自杀。好，这个句子呢我们可以填的是An den Kimsey， 所以我们把整个句子读一遍，就是 Ich will nächste Woche an den Kimsey zum Schwimmen. Ich will nächste Woche an den Kimsey zum Schwimmen. 这句话的意思就是我下周要去基姆湖游泳。第五句，那这里有个 Burg Theater， Burg Theater 呢是城堡歌剧院，是维也纳的啊。那么 Theater 是中性的，所以和咱们那个 museum 其实是一样的性质，那这里只要写成 in das 缩写为 ins 就可以了。因此这个句子是 Ich möchte in Wien ins Burg Theater gehen. Ich möchte in Wien ins Burg Theater gehen. 句子的意思就是我想去维也纳的城堡歌剧院。通过上面这个练习呢，主要是让大家去习惯 in 和 an 这两个介词啊，大家下去要多读一下这些句子。我们接下来再来看一个练习，我们把书翻到138页。Öffnen Sie bitte das Buch auf Seite 138, Übung 7, an der Rezeption. Die Rezeption, die Rezeptionen, 前台。在前台我们用的是 an der Rezeption 啊。A 部分。Sehen Sie die Bilder an und hören Sie die Dialoge. Wo passen die Bilder? 您看这些图片，然后听对话，哪个情景与图片匹配？这个听力里边呢，本身已经给出了听力原文，大家能怎么来做呢？就是你直接不要看原文，而是先听，然后根据他说的内容，你来找一下是哪幅图。7. An der Rezeption. Dialog 1. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Wir haben eine Reservierung für ein Doppelzimmer. Wie heißen Sie bitte? Ich bin Angela Happle und das ist Jürgen Braun. Wir haben für Sie 2 Nächte reserviert, richtig? Ja.Können Sie bitte dieses Formular ausfüllen? Ja, klar. Ihr Zimmer ist 210. Der Frühstücksraum ist gleich hinter der Rezeption. Danke. Dialog 2. Eine Frage. Haben Sie WLAN hier? Nein, aber neben dem Eingang steht ein Computer mit Internetanschluss.Und wo ist der Fernsehraum? Hinter dem Frühstücksraum. Haben wir einen Kühlschrank im Zimmer? Ja, er steht unter dem Fenster. Natürlich, wir möchten auch für euch erklären. Dann schauen wir uns den richtigen Inhalt an. Dialog 1. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? 您好，我能帮您吗？Wir haben eine Reservierung für ein Doppelzimmer. Die Reservierung, die Reservierungen, 预定，它的动词是 reservieren, 我们学过了，对吧？那么这句话是我们预定了一个双人间。Wie heißen Sie bitte? 请问您叫什么名字？ Ich bin Angela Happler und das ist Jürgen Braun. 分别的介绍了两位人，我叫 Angela Happler, 这是 Jürgen Braun.
Wir haben für Sie zwei Nächte reserviert, richtig? Die Nacht, die Nächte. 夜晚，我们为您已经预定了两晚，对吗？他跟客人确认一下信息，他说 ：“Ja, 是的。Können Sie bitte dieses Formular ausfüllen? 请您填一填这张表格，好吗？”然后他说 ：“Ja, klar, 好。Ihr Zimmer ist 210. Der Frühstücksraum ist gleich hinter der Rezeption. Der Frühstücksraum, die Frühstücksräume, 早餐房。Der Frühstücksraum 是由两个词啊，再加上一个 Fugen S 接缝 S 构成，也就是 das Frühstück 早餐加上接缝 S 再加上 der Raum 房间，构成了早餐房 der Frühstücksraum。那么在 hinter 在什么的后面，这个我们也学过，对吧？通过那个图我们就知道了。那 gleich hinter 我们要表达出中文的一个语气啊，就在这个后面啊，不远，就是你转身这个意思啊，转过去就到了。那么整个句子的意思就是您的房间在210，早餐房就在前台的后面。然后他接着说 Danke, 谢谢啊，这个对话就结束了。这个对话所对应的图片呢，答案也就出来了，也就是 B 和 C 啊。B 呢这里是 Reception, 而 C 呢是两个人在这对话。好，我们来看 Dialog 2. Eine Frage, haben Sie WLAN hier? Eine Frage, 它的原句是Ich habe eine Frage, 我有一个问题啊。Das WLAN, 无线。我有一个问题，您这里有无线吗？ Nein, aber neben dem Eingang steht ein Computer mit Internetanschluss. Neben 表示在什么旁边啊，我们通过前面的图也知道了。Der Eingang, die Eingänge, 入口门口。Der Internetanschluss, die Internetanschlüsse, 网线接口。这句话的意思就是没有啊，没有无线，在入口旁呢有联网的电脑。Und wo ist der Fernsehraum? Der Fernsehraum, die Fernsehräume, 电视房啊。Der Fernsehraum, 它是由两部分构成，一个是 Fernsehen, 取它的词干 Fernseh, 加上 der Raum, 房间，电视房 der Fernsehraum。电视房在哪里呢？ Hinter dem Frühstücksraum。Hinter 在什么的后面，对吧？ Hinter dem 是在什么位置，是一个静态的，所以 hinter 介词后面用的是第三格。Hinter dem Frühstücksraum 在早餐房的后面。Haben wir einen Kühlschrank im Zimmer? Der Kühlschrank, die Kühlschränke 这个词我们也学过，冰箱。我们的房间里有冰箱吗？ Ja, er steht unter dem Fenster. Unter在什么的下方，在某个物体的下方，对吧？那么指在窗户的下方。Das Fenster, die Fenster。这句话的意思是有，冰箱就在窗户的下方。通过这个对话呢，我们也知道 Dialog 2所涉及的图片呢，就是 A 和 D。好，不知道大家都找对了没有？做完了这个练习以后呢，我们一起来看 C 部分。Wo ergänzen Sie die Präpositionen hinter, neben, unter und die Artikel im Dativ? 在什么地方，请您用介词 hinter, neben, unter 以及冠词的第三格填空。这里就是说近三动四啊，表示一个静态、一个状态的情况下呢，介词后面用的都是第三格。好，大家自己做一下，我们再给大家讲解。我们来看一下对话。Gibt es einen Fernsehraum? 有电视房吗？ Ja, gleich hinter Frühstücksraum. 这里我们知道它是阳性的，对吧？在什么的后方，是一个静态的，需要用第三格。Raum, 阳性的，所以 der 在第三格要变成 dem。这个句子就是 Ja, gleich hinter dem Frühstücksraum. 接下来 Wo finde ich die Toilette? 厕所啊。我在哪儿找到厕所？那么看图上已经告诉我们了，在哪里呀？ Neben dem Aufzug rechts. Neben dem Aufzug rechts. Aufzug 我们学过了电梯啊，就电梯右边，那就在电梯旁的右边是厕所。下面 Wo ist meine Jacke? Die Jacke, die Jacken, 夹克。
我的夹克在哪里呢？通过图片我们看到衣服呢是在床底下，所以是 unter, 对吧？所以是 ich glaube unter dem Bett, 我想是在床底下。好了，通过这节课的学习呢，主要给大家复习一下介词啊，通过我们的图片展示，让大家都把这些介词的位置怎么样用记在脑海里边。下节课呢，我们的主题是天气，我们下节课再见。 Okay.